Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Es geht weiter mit dem Pazifisten Barb. Bedeutet, ich darf nicht angreifen. Heute großes Ziel fürs Video Weltstufe 4. Ich habe ja im letzten Video mit gerade soeben Weltstufe 3 geschafft. Und ich denke, um Weltstufe 4 zu schaffen, werde ich auf jeden Fall mir die Klingenplatten holen müssen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Und es sind wieder Ultralecks. Das war schön. Ich denke mal, dass ich gleich erstmal ein bisschen leveln gehen werde im Tunnel von Domhain. Das hat ja auf Weltstufe 1 schon extrem krass geklappt. Ich versuche jetzt hier auf Krampf noch die grausigen Gaben zu holen und dann gehe ich direkt in den Tunnel von Domhain, glaube ich. Also ich habe gerade das Gefühl, dass ich OP bin. Also ich kriege gar keinen Schaden mehr rein. Ich heile mich durch meine Rufe automatisch. Also jetzt gerade fühlt sich ein bisschen OP an, muss ich sagen. Und ich habe nicht mal irgendwie gerollt, nicht auf Aspekte gesucht, gar nichts. Also. Und ein Level up. Oh, mein erstes Unique. Ein Kack-Unique? Obwohl, nehme ich das? Warte mal. Wenn ein Gegner kritisch trifft. Ich treffe ihn nicht kritisch, schade. Aber mein erstes Unique, gar nicht mitbekommen. Wir reden über Butcher und das erste Unique ist Hackbeil von Butcher, ja. Dann noch so ein Kack-Unique. Es gibt so viele geile. Imagine, ich hätte jetzt direkt Klingenplatten bekommen. Das wäre ja so. Das wäre so broken. Wir sind eigentlich direkt in Weltstufe 4 gehen können, so gefühlt. Wenn ich Klingenplatten hätte, würde der Endboss relativ flott gehen. Die Frage ist halt, wie du schon sagst, ob ich überleben würde. Aktuell würde ich eher sagen, nein. Der Build der Barb ist gut für Hardcore. Also bisher bin ich noch nicht gestorben. Ich weiß aber nicht, ob ich dir so ein Pazifisten-Build für Hardcore empfehlen würde. Du darfst ja dann. Also ich würde mir Hardcore nicht schwerer machen, als es ist. Dann würde ich schon mir irgendwie auch eine Attacke nehmen, womit du angreifen kannst. Macht da keinen Sinn, dich auf Krampf, das dir auf Krampf schwerer zu machen in Hardcore. Guck mal, hier ist er. Wer wollte das sehen? Wer wollte das sehen nochmal? Let's go. Easy peasy. Ich glaube echt, das macht gar keinen Sinn, auf Krampf meine Glyphen jetzt auf 15 zu leveln. Das dauert ja viel zu lang. Ich glaube, es macht viel mehr Sinn, die so schnell wie möglich auf Weltstufe 4 zu kommen. Hast du gerade eine Unique Brust gedroppt? Habe ich eine Unique Brust gedroppt? Oh, imagine, das wäre Klingenplatten gewesen. Aber der gibt auch Dorn. Imagine, das wäre Klingenplatten gewesen. Oh mein Gott, ey. Imagine, das wäre Klingenplatten gewesen. Das wäre so witzig. Also, Weltstufe 3 auf 4 wird eine längere und schwierigere Journey als von 1 auf 3. Guck mal, 1 auf 3 habe ich in 2 Streams easy gepackt. Guck mal, ich bin jetzt gerade mal Level 53. Weil jedes Level sind ja 4 Paragon-Level. Ich kann nicht erst auf Level 70 auf Weltstufe 4 gehen. Ich glaube, ich muss viel früher gehen. Endboss, Altrom Dungeon Stufe 15. Dann ist der Level 69. 15 Level über mir. Und ich bin gar nicht so sicher, ob es an dem Build liegt, den ich hier spiele. Der ja jetzt nichts unbedingt Besonderes hat oder so. Oder einfach daran liegt, dass der Barb komplett overpowered ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit irgendeiner anderen Klasse in dem Sinne möglich wäre. Ich habe ja nichts. Ich habe nichts Krasses, keine Aspekte. Also, die nicht mal hochgelevelt hier. Ich habe keine krassen Waffen. Keine Expertise. Gar nichts. Ich weiß nicht, wieso das klappt. Der Barb ist einfach. Ich glaube, der ist einfach zu stark aktuell. Ja, easy. 15. Ich bin eben vor einer Stunde auf Weltschiff 3 gekommen. Das ist ja wirklich verrückt. Dungeons, also wenn ich 67er Gegner in Dungeon schaffe, dann werde ich doch auch den Capstone Dungeon schaffen, oder nicht? Ich mache das jetzt einfach. Ich habe nichts zu verlieren. Vielleicht komme ich mit Level 57, mit dem Build, der einfach nur zusammengewürfelt ist, schon in Weltstufe 4. Ich werde es ausprobieren. Ich bin gespannt. Hauen die mir jetzt richtig die Hucke voll, oder? Oder wird das was? Den Capstone, den kenne ich auswendig. Da werde ich jetzt einfach durchrennen und nicht auf Krampf alles killen. Muss ich auch nicht. Killen. Okay, der Schaden war krass.
Ich kill muss ich ja an sich eh nur den Endboss dann. Die Explosion tat auch weh. Ist jetzt natürlich schwierig. Ich kann dem ja keinen Schaden machen. Das heißt, ich bin hier auf Dornen AOE-Damage. Das könnte ein bisschen dauern hier tatsächlich, glaube ich. Ja, das war's. Jetzt so auch Endboss. Level 57. So, jetzt ist es doch nur noch der Typ hier. Ich weiß nicht, wie er heißt. Elias, genau. Es ist nur noch Elias. Ha, macht der direkten Schaden, dass ich mit Dornen draufgehen kann? Weil sonst haben wir ein Problem. Da kam ein bisschen Schaden bei rum. Hat der eine zweite Phase noch oder ist das alles? Das macht viel Schaden. Da habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf über dieses Feuer. Das macht richtig viel Schaden. Aua. Also der Feuerschaden, der tut weh. Komm her. Ich kann nur mit dem AOE Damage Schaden machen, glaube ich. Lol. War's das? Mit Level 57 Pazifist ohne Angreifen Weltstufe 4 freigeschaltet. Also das ist ja komplett dumm. Das ist ja komplett dumm. Als wäre es nix. Und ich konnte dem nicht mal Schaden machen. Ich war darauf angewiesen, dass die anderen Gegner Schaden bei mir machen, um mit AOE Damage bei ihm Schaden zu machen. Weltstufe 4. Also das ist ja wirklich...